Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar werde ich heute nur ein kleines Update zu dem 3DS Bricking machen. Und es wurde ja bei den aktuellen 3DS-mundfähigen Flashkarten das Problem bemerkt. Vor allem bei den Klonen, also der R4i Gold, 3DS Deluxe, der 3DS Link und der Orange 3DS. Da wurde bemerkt, dass bestimmte Launcher, also 3.1, 3.2 und 3.3, 3.3b aber nicht, halt den 3DS bricken können. Das Ganze wurde ausgelöst durch ein zufälliges Ereignis und nach einem bestimmten Datum. Außerdem auch nur, wenn der Launcher bearbeitet wurde. So war zumindest bisher die technische Einstellung. Allerdings hat ein User auf YouTube ein Video hochgeladen, beziehungsweise zwei Videos hochgeladen vor 4 Tagen, als dieses Video aufgenommen wurde, in dem er zeigt, wie er sein 3DS brickt. Einen Link zu den Videos oder zum Kanal findest du auch in meiner Beschreibung. Und zwar hat er dafür eine normale Gateway verwendet und den Gateway Launcher 2.0 B2. Das heißt erstmal, dass du, falls du den Launcher verwendest, ihn nicht verwenden solltest. Um sein 3DS zu bricken, musst du erstmal in die Systemeinstellungen gehen, also beziehungsweise ins Gateway-Menü gehen, dann das Testen durchführen. Und dann wieder, also dann in den normalen Gateway-Modus gehen, dann den 3DS ausschalten und dann war er gebrickt und es hat auch nur bei einem von 5 Versuchen geklappt ungefähr. Aber trotzdem ist die Gefahr da und es könnte auch noch andere Probleme geben. Deswegen solltest du die Launcher erstmal nicht verwenden. Außerdem kommt ja sowieso bald irgendwann eigentlich mal Gateway 2.0 raus, weshalb du das dann im Zweifelsfall gar nicht mehr brauchen wirst. Links zu der Gateway-Seite kann ich leider nicht in die Beschreibung packen, genauso wie zu anderen Seiten, weil ich dann ansonsten wahrscheinlich wieder einen Strike bekommen würde. Immerhin ist es jetzt möglich, mit Hilfe eines Arduino Unos oder eines Raspberry Pis sein 3DS zu entbricken. Dazu musst du allerdings den 3DS aufschrauben, ein paar Kabel anbinden und du brauchst halt ein Arduino oder ein Raspberry Pi. Dabei könntest du natürlich den 3DS kaputt machen. Und sobald dein 3DS gebrickt wurde, hast du keine Garantie mehr. Und eigentlich hast du auch schon bei der Verwendung von dem Gateway Launcher keine Garantie mehr. Aber Nintendo weiß, wann der Gateway Launcher verwendet wurde und wann er nicht verwendet wurde. Und dementsprechend reparieren sie dein 3DS auch oder nicht. Ne, ein Link zu dieser Seite hier packe ich auch nochmal in die Beschreibung. Ich hoffe, dass ich dich warnen konnte und dass du den Gateway Launcher in der Zukunft erstmal nicht mehr verwenden wirst, bis das 2.0 Update rauskommt. Was dann damit ist, ist noch nicht klar, da sollte man erstmal ein bisschen warten, bis klar ist, ob da auch so eine Bricking-Routine drin ist oder nicht. Die Klone sind übrigens inzwischen wieder auf die Gateway 1.2, auf ihre Kopie von dem Gateway 1.2 Release zurückgegangen und haben eigentlich nur eine andere Dateiversion dazu gepackt. Wenn du irgendwelche Fragen zum Bricking hast, kannst du mich natürlich gerne fragen. Ansonsten werden die Links halt alle, die ich da reinpacken darf, in der Beschreibung sein. Und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.